Nikos Fest, wir haben heute mit Claudia Zimmermann und Matthias Matusek, zwei ehemalige Journalisten der Mainstream-Medien, gehört. Können Sie es als früherer Mitarbeiter der Bild-Zeitung das nachvollziehen, was Sie uns heute erzählt haben? Ich habe da ein bisschen eine andere Auffassung. Ich glaube auch, dass die Medien haben, also die früheren Mainstream-Medien haben ihre überragende Funktion als sozusagen Leuchtbojen im Meinungsumfeld verloren. Das ist heute weit mehr an die sozusagen an die freie, an die ungebundene Presse, an die Blogger gegangen. Ich kenne kaum noch jemanden, der der FAZ oder der Süddeutschen vertraut, der Süddeutschen schon gar nicht, aber selbst Leute, die früher über Jahre die FAZ gelesen haben, sagen, naja, da ist auch der Morbus Altenbockum eingetreten, also früher ganz gut, heute ideologisch und verrückt. Und deshalb die Furcht vor den und auch die immer noch die, der Kniefall vor den etablierten Medien ist, glaube ich, heute nicht mehr berechtigt. Wir haben heute eine Medienlandschaft, die von ihren Leuten eigentlich nicht mehr ernst genommen wird. Oder sagen wir von den Leuten, die ein bisschen nachdenken, nicht mehr ernst genommen wird. Dass natürlich viele Leute, die sich über, sagen wir, nur über die Tagesschau informieren und sonst keine anderen Medien lesen, dass die, dass es dort noch immer einen großen Einfluss hat, ist richtig. Aber ansonsten haben die etablierten Medien eigentlich ihren Zugriff auf die Hirne und Herzen verloren. Die beiden haben auch von diesem Gesinnungsdruck berichtet, dem sie ausgesetzt waren. Sie haben ja auch nur aufgrund eines Kommentars, den Sie als Chefredakteur damals abgegeben haben, ja dann auch ähnlichen Druck erfahren. Können Sie mal erzählen, was da alles auf Sie eingeprasselt ist? Ach naja, ich war stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag und wir hatten keinen Kommentar. Und dann sagte ich, wir können angesichts der wirklich ekelhaften antisemitischen Demonstrationen, die es damals gab, die vor allem von Muslimen gemacht und geleitet wurden, sagte ich, es würde mir Spaß machen, das zu kommentieren, zumal ja auch ansonsten die Integration der Muslime gescheitert sei und schrieb dazu eben einen Kommentar und sagte, naja, bildungsmäßig gescheitert, hohe Kriminalitätsrate, Parallelgesellschaften, also auch gar nicht willig, sich zu integrieren. Und dann eben auch vor allem der Antisemitismus, den man importiere. Und das hing zusammen mit der, das war 2014 im Sommer, und das hing zusammen mit der ersten Welle der Flüchtlinge, die über Lampedusa und so reinkamen. Und da sagte ich, naja, bevor wir jetzt weitere Muslime reinholen, die doch eigentlich gezeigt haben, dass sie nicht integrationsfähig oder bereit sind, sollte man erstmal die dort lebenden Juden, Christen, Jesiden und Atheisten reinholen. Und das gab dann einen ungeheuren, in meinen Augen vor allem sozusagen inszenierten Shitstorm von der muslimischen Gemeinschaft. Aber der reichte, dass der Springer Verlag umfiel und dann fielen auch immer mehr sozusagen Kollegen um. Und plötzlich wurde es sehr einsam, was seine Vorteile hatte, weil bei den noch verbliebenen Management-Treffen konnte ich ungestört zum Buffet gehen, weil es öffnete sich sofort eine Gasse und ich konnte ungestört hingehen. Aber das war schon, also diese Erfahrung zeigt eben, dass auch im Journalismus der Mut nicht sehr groß ist. Und gerade dann, wenn Sie mal die Klappe aufmachen müssten und eben für die Freiheit der Meinung eintreten müssten, dann ducken sich viele Journalisten weg. Also durch das reine Aussprechen der Wahrheit, die ja faktengestützt ist, wurden Sie praktisch dann zur Persona non grata innerhalb des Springer-Konzerns. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass es die Wahrheit war. Es war ein Kommentar, also ein Meinungsstück. Und da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber man muss diese Meinung verteidigen. Und als ich merkte, dass der Springer Verlag nicht mal dazu bereit ist, eine sicherlich kontroverse Meinung zu verteidigen, also nur, dass man sie äußern kann, da allerdings wusste ich, dass auch meine Zeit in diesem Verlag abgelaufen ist und dass ich auch gar keine Lust mehr habe, für Springer zu arbeiten. Matthias Matusek hat es so bezeichnet, dass er dann auch ein Gefühl der Befreiung hatte, dass er jetzt endlich über das schreiben kann, wie er auch denkt. Empfinden Sie das ähnlich? Ich meine, Sie sind jetzt in die Politik eingestiegen. Ist das ein Gefühl der inneren Befreiung, jetzt endlich darüber reden zu können, was einen bewegt? Naja, nein, ich hatte diese, hatte ich vorher bei Springer nicht. Man muss ja auch sehen, auch wenn viele Leute glauben, dass man als Ressortleiter oder stellvertretender Chefredakteur noch viel schreibt. Man schreibt eigentlich relativ wenig, weil man hauptsächlich damit beschäftigt ist, sozusagen das Blatt zu organisieren und Teams zu leiten und dadurch die Geschichten dann auch dafür zu sorgen, dass die Geschichten ins Blatt kommen. Deshalb, man schreibt ja relativ selten.
Aber tatsächlich habe ich danach einen Blog angefangen und man konnte dann natürlich viel häufiger schreiben, nämlich irgendwie täglich oder wöchentlich oder so. Und das ist dann doch eine große Freude, weil man eigentlich wieder mal sozusagen in den Journalismus zurückkam. Je erfolgreicher man im Journalismus ist, je mehr Personalverantwortung man übernimmt, desto weniger kommt man zum Schreiben und plötzlich tatsächlich fiel diese Last der Administration fiel ab und man konnte wieder über alles schreiben, was man wollte. Und das war eine große Freude, da gebe ich Matthias Matuszek recht. Ja. Sehen Sie die Entwicklung der freien Medien positiv so in den letzten Jahren? Ich sehe sie positiv, aber ich bin ja auch Abgeordneter im EU-Parlament. Und was dort geplant wird, unter dem Stichwort Verhinderung von Desinformation und Hate Speech, das wird die Möglichkeiten, sich noch frei zu äußern, radikal verändern. Hier ist akute Zensur geplant. Ich bin im Ausschuss, der nennt sich Inge. Da geht es genau um diese beiden Themen, nämlich Desinformation und Hate Speech. Und zum Beispiel auch die Einschätzung, dass die EU-Kommission und Ursula von der Leyen in den ersten Wochen der Covid-Krise total versagt habe. Immerhin eine Auffassung, die FAZ, Spiegel, Süddeutsche, auch alle ausländischen Medien vertraten. Das wurde dort schon als Hate Speech deklariert. Also da weiß man, was auf einen zukommt. Die EU plant im Augenblick eine umfassende Zensur aufzubauen. Und leider wird das von den ganzen linken Parteien im EU-Parlament gestützt. Und deshalb sehe ich die Zukunft der freien Medien, die sich im Bereich Social Media bewegen, nicht sehr optimistisch, um das sehr freundlich mal zu sagen. Also düstere Zeiten, die auf die freien Medien zukommen, wahrscheinlich auch auf die AfD dann muss man dagegen halten und Visier runterklappen und vorwärts. Ganz genau so ist es. Also sozusagen Pessimismus gilt nicht in der Politik, aber das sei auch allen Bloggern und allen, die in den freien Medien beschäftigt sind, gesagt, da droht eine große Gefahr. Guckt euch diesen Unterausschuss Inge genau an und guckt euch die Papiere genau an und informiert die Öffentlichkeit. Das ist direkte vorsätzliche Zensur, was da geplant wird. Das wird alles schön verpackt, ja, und kommt in freundlichen Worten daher. Aber wie Karl Kraus schon mal sagte, ein Übel gedeiht nie besser, als wenn ein Ideal davor steht. Und hier ist es eben das Ideal der angeblichen Bekämpfung von Hassrede und Falschinformationen durch andere Staaten. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Also alles, was die da vorlegen, ist ohne irgendeinen näheren Beweis. Aber es wird behauptet, ja, das kommt alles von Russland. Und da liegen große Gefahren, weil natürlich werden die es wieder so machen, dass sie die Plattformen mit massiven Bußgeldern bedrohen. Und deshalb werden diese Plattformen prophylaktisch alles löschen, was auch nur irgendwie nach Kritik an der Regierung aussieht. Also gilt es, das Framing Hassrede dadurch dem zu entgegnen, dass man dass die eigenen Informationen mit Fakten gestützt präsentiert und sozusagen damit dem entgegengeht, wenn es gelingt? Das einmal, aber Sie müssen ja auch Meinungen veröffentlichen können. Und das heißt, ich glaube, das Ziel aller Blogger sollte jetzt sein, diese geplanten Anti-Desinformations- und Anti-Hate-Speech-Reden, diese Gesetze zu verhindern und sich wirklich massiv darauf zu konzentrieren, was die EU macht. Natürlich spielt hier auch wieder die nationale Politik über Bande. Sie wissen genau, wenn Sie hier so ein Gesetz vorlegen würden, würde das Bundesverfassungsgericht sofort sagen, seid ja alle total irre geworden. Aber es wird genau wie auch beim Dieselmotor so sein, das kommt als Verordnung von der EU. Und dann werden Sie alle sagen, ja, konnten wir nichts machen, kommt ja aus der EU. Und genau deshalb muss man so aufpassen, was dort kommt, weil der Haupthebel, um die nationalen Parlamente, aber auch die nationale Meinungsfreiheit auszuhebeln, liegt heute eben bei der EU. Aber die AfD hat im EU-Parlament noch nicht genügend Einfluss, um da dagegen vorgehen zu können. Das ist genauso wie im Bundestag. Ja. Wir sind eine der beiden konservativen Fraktionen, aber wir stehen hier gegen sozusagen die Sozialisten, die Linke, die Grünen, die
noch verrückteren Grünen und dann leider auch gegen die EPP, also gegen die Partei der CDU-CSU, die auch komplett grün und links geworden ist und natürlich auch sieht, dass eine freie Berichterstattung vor allem ihr auf die Füße fallen könnte und die Wiederwahlchancen behindert. Und deshalb macht auch die EVP unter Manfred Weber bei all diesen Zensur- oder geplanten Zensurmaßnahmen bedingungslos mit. Also es gibt noch viel zu tun. Viel Erfolg dazu. Danke. Vielen Dank. Ja, danke. Prima.